zusammen und herzlich willkommen im heutigen Milka-Mittwoch-Video. Wir werden heute für euch das lang ersehnte Video drehen zu unserem Outdoor-Mental-Test. Wir haben heute einen sehr stürmischen, kalten Tag erwischt. Durch die Sonne sieht es irgendwie gar nicht so kalt aus, aber es ist wirklich durch den Wind frostig kalt. Da gähnt ihr Mäuse. Aber eigentlich perfekt, um die beiden Mäntel zu testen. Wir haben die jetzt schon gut einen Monat, also haben uns ein Bild von beiden Modellen machen können. Wie ihr sehen könnt, es sind zwei vollkommen unterschiedliche Modelle. Toffees ja, ist eher so ein bisschen sportlich, würde ich sagen. Und Milky, warte Schatz, und Milky hat die wirklich ja, dicke Variante, die super dick doppelt gefüttert ist. Aber was die jeweilige Variante auszeichnet, darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Oder sollen wir da jetzt drauf eingehen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gerade drauf ein, wo ihr da so schön steht. So, starten wir mal mit Toffi. Toffi trägt ein Modell von Roughwear. Ich werde euch beide Modelle natürlich unten in der Infobox verlinken. Iris zieht man hier an der Seite an, also das ist hier unten zu. Sie muss da quasi mit den Pfötchen reinsteigen. Ich habe das hier enger genäht, weil ihr das am Bauch zu locker war. So sitzt es, muss ich sagen, aber wirklich nahezu perfekt. Es geht hier hinten noch über die Hüfte drüber, aber sie hat trotzdem maximale Bewegungsfreiheit. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Kragen, ja, im Gegensatz zu dem Mantel von Milka, ein bisschen kurz und knapp ausgefallen ist. Hier unten ist der Mantel aus so einem, ja, Stretching-Material, was innen mit Vlies ausgekleidet ist. Und hier oben, ja, das ist so ein wattierter Stoff. Milka hat von der Firma Hurta den Extreme Warmer an. Das ist wirklich so der wärmste Mantel, den wir gefunden haben. Der hätte hier sogar noch einen Kragen, den man über die Ohren ziehen könnte, findet Milka allerdings nicht so toll. Zusätzlich so einen langen Kragen. Was ich sehr wichtig finde, dass wirklich alle Gelenke und großen Muskelgruppen geschützt sind. Also das geht hier vorne, wie ihr sehen könnt, einmal um die Brust. Und dann ist hier noch so eine Abdeckung drüber, die das Ganze wirklich schön warm hält. Hier gerade den Schulterbereich. Von hinten sieht das Ganze so aus. Man kann das hier noch mit einem Druckknopf zusammenklippen. Das mache ich allerdings erst, wenn sie ihre Geschäfte erledigt hat. Was man allerdings hier noch sehr schön sehen kann, dass wirklich der ganze Hüftbereich hier hinten schön geschützt ist. Das ist innen noch ja, so zusätzlich mit so einer Beschichtung. Und wenn man das Ganze hier zumacht, dann ist sie da wirklich richtig schön warm drin eingepackt. Das Ganze macht man hier oben zu und ich würde sagen, wollt ihr das Ganze mal testen? Ja, lauf! Ja, lauf! Falls ihr euch an dieser Stelle jetzt fragt, wieso braucht ein Labrador einen Mantel? Wir leben ja in Österreich und gerade heute ist ein Tag, wir haben minus 10 Grad und es ist sehr windig und kalt und da ziehe ich den beiden schon gerne mal einen Mantel an, wenn wir etwas länger unterwegs sind. Wenn wir nur kurze Runden gehen, ist das nicht notwendig, aber sobald wir länger unterwegs sind, ziehe ich den beiden gerne etwas über, damit sie nicht auskühlen. Und wir gehen ja auch manchmal Skitouren, da ist es dann auch wichtig, dass sie wirklich warm eingepackt sind. Gerade Milka, die ja jetzt mit ihren 7 Jahren auch schon etwas älter ist, für die ist es halt auch wichtig, dass ihre Gelenke schön warm bleiben. Ein riesengroßes Problem bei Milka, das habt ihr gerade nicht gesehen, sie hat sich gewälzt, hatte ich die Kamera gerade nicht draußen, ist es, dass wenn sie sich wälzt, dass sich hier der Schnee unter dem Mantel sammelt und auch schon festgefroren ist. Also das macht das Ganze dann natürlich so ein bisschen sinnlos, ne Milka? Und wie ihr sehen könnt hier vorne, im Kragenbereich sammelt sich dann auch der Schnee und hier auch. Aber ich werde das jetzt mal so lassen. Ja, hier unten ist auch schon überall Schnee drin. Also das ist natürlich so dann wirklich kontraproduktiv, Madame. Mein erstes Fazit zu den Mänteln ist auf jeden Fall, dass ich mit der Qualität zufrieden bin von beiden Mänteln gleichermaßen. Ich muss dazu sagen, dass ich aber auch nicht nach Optik gegangen bin. Also ich habe jetzt nicht einen für mich optisch hübschen Mantel ausgesucht, sondern wirklich in erster Linie nach Funktionalität. So auch die Farbe. Ich persönlich finde die Farbe, aber das ist ja so eine persönliche Sache, finde die Farben nicht so schön. Aber ich wollte eine Farbe, die man gut im Schnee erkennt, gerade wenn wir Skitouren gehen, dass ich die Hunde halt wirklich von weit weg schon gut erkennen kann. Und da ist dieses Rot wirklich absolut perfekt. Wie gerade schon beschrieben, ist bei Milka das Problem, dass sich Milka wirklich sehr, sehr gerne wälzt. Und Milky, warte mal. Und so mit Schnee in den Mantel kommt. Wir schauen hier gerade nochmal drunter. Also sie ist nicht kalt und es ist auch kein
Eis, was sich gebildet hat. Hier vorne drin, ja, ist es allerdings feucht. Und das hatten wir schon mal, als wir Schlitten fahren waren länger, da waren da wirklich richtig nasse Eisklumpen vorne drin. Und dann hat das Ganze natürlich nicht so einen wirklichen Sinn, seinem Hund einen Mantel anzuziehen. Ich würde sagen, wir tauschen jetzt gerade nochmal die Mäntel, weil zum Beispiel Toffee sich überhaupt gar nicht wälzt. Also für Toffee wäre dieser Mantel, Toffee, der ganze Bart ist voller Eis, für Toffee wäre dieser Mantel oder beziehungsweise für Hunde, die sich gar nicht wälzen, wäre dieser Mantel vielleicht sinnvoller als für Milky, wohingegen Toffees Variante, die ja vorne relativ weit runter geht, natürlich hinten nicht über den Po geht. So, die beiden haben jetzt hier gerade mal die Mäntel getauscht. Milka, komm mal her! Du bist Toffee? Aber okay, dann Toffee als erstes. Also wie ihr sehen könnt, Toffee passt der Mantel auch. Ist ja eher etwas groß, aber passend tut er. Milka, komm mal her! Komm mal her! Wohingegen Milka, warte Schatz, Milka ist das Ganze jetzt hier natürlich etwas enger eher, aber hier, das reicht auf jeden Fall noch, da wird kein Schnee reinkommen. Gut, das habe ich jetzt hier enger genäht. Toffee, hör mal auf sie anzurempeln, bitte. Das ist natürlich jetzt in dem Fall eher kontraproduktiv, aber wir schauen mal, ja lauf, hopp, ja hopp. Wir schauen mal, ach nee, wir müssen hier lang, komm Hoppa, komm ja. Aber wir schauen mal, also die Bewegungsfreiheit scheint nicht eingeschränkt zu sein. Nur bei Milka ist jetzt natürlich der komplette Hüftbereich frei, den ich eigentlich gewärmt haben wollte. Das ist jetzt natürlich nicht so gut und es sieht ein bisschen spackig eng aus, um ehrlich zu sein. Ah, das ist jetzt hier natürlich der ultimative Test. Milka, nein! Der ist noch fest. Topf, komm her! Aus! Ja, Süße. Okay, jetzt ist natürlich, der Po ist natürlich so oder so frei. Komm mal her. Aber ich würde mal fast behaupten, dass unter dem Rest, weil das relativ eng ist hier. Warte, Schatz. Okay, schüttel dich einmal halt. Das Milka, mein Gott. Okay. Sie ist out of control. Das ist Milka, wie sie leibt und lebt. Toffee macht da oben einfach so einen Stock kaputt. Milka, sollen wir einmal gucken, ob da drunter Schnee ist? Schatz. Komm her! Warte. Ach, ja, okay, warte. Okay, wir schauen mal hier. Okay, also ich muss sagen, Schatz, hinten ist natürlich Schnee, aber bis hierhin nur. Und der Bauch ist, denke ich, das schauen wir uns gleich mal an, wenn wir wieder auf dem Weg sind, dass der Bauch, ich glaube, der ist frei. Ich glaube, hier drunter, oder? Milka, komm mal, steh mal auf. Halt. Ja, hier drunter ist vereinzelt was, aber nicht viel, wirklich nicht viel. Okay, kommt. Wir sind wieder zu Hause und werden den beiden jetzt mal die Mäntel ausziehen. Toffee, bleib mal bitte stehen. So, erstmal Toffee. Toffee ist wirklich, oh, die ist wirklich, die ist richtig warm und trocken. Oh. Ups. So, also... Wenn euer Hund sich nicht wälzt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Option. Jetzt schauen wir mal hier zu Miss Paula rüber. Also Milka, das sitzt hier relativ eng, aber die ist auch auf jeden Fall richtig warm. Jetzt machen wir das mal auf. Und wie ihr sehen könnt, ja, also ich muss sagen, oh, die ist auch richtig warm. War der schön warm, Schatz, ja? Unser finales Fazit, hier liegen beide Modelle nochmal nebeneinander, oben das von Hurta und unten das von Roughwear. Man sieht schon ganz gut, dass das von Hurta etwas größer geschnitten ist. Was mir hier besonders gefällt, ist, dass wirklich, wie schon angezogen gesehen, alle wichtigen Körperteile komplett verdeckt sind, also komplett warm abgedeckt sind, die Hüfte und der Ellenbogenbereich hier auch komplett, wie gesagt, doppelt
mit Stoff gefüttert. Der Halsbereich, den finde ich super, dass es hier dieser eingenähte Schlauchkragen ist. Der ist auch mit diesem silbernen, dieser silbernen, ja, ich weiß nicht, ob das nochmal zusätzlich wärmen soll, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Ist ja auf jeden Fall komplett ausgekleidet überall. Das ist auf jeden Fall der große Pluspunkt für diesen Mantel. An dem Modell von Roughwear gefallen mir die Beinlöcher hier besonders gut, weil da wirklich überhaupt kein Schnee durchkommt. Das finde ich sehr gut. Allerdings ist er etwas kürzer geschnitten. Meines Erachtens könnte er ruhig ein bisschen länger sein für beide. Dann ist aber das Problem, dass das Ganze überall zu weit wäre und dann wieder Schnee reinkommt. Also hier wäre, finde ich, der Kragenbereich, wenn der etwas größer wäre, dann wäre das super und wenn es hinten ein bisschen länger wäre. Also alles in allem eine Mischung aus beiden fände ich perfekt. Wir haben jetzt diese beiden Modelle gekauft und ja, kommen damit erstmal zurecht, sage ich mal so. Aber wenn ihr einen Tipp habt für einen guten Hundemantel, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare.